Ja, moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Vielleicht steht ihr ja gerade auch vor der Kaufentscheidung für ein Tesla Model 3 und dann fragt ihr euch, tja, muss es das Long Range sein oder reicht nicht auch ein Standard Range Plus? Das ist ja auch deutlich günstiger, ja, hat aber eine kleinere Batterie und kommt nicht so weit. Also 491 Kilometer WLTP, reicht das für mich? Interessante Frage. Ich selber habe ja auch ein Model Y Long Range und das hat laut WLTP eine Reichweite von 517 Kilometer. Sind also gerade mal 28 Kilometer mehr als ein Model 3 Standard Range Plus. Aber in der Realität reicht es für mich völlig aus. Ich komme mit dem Model Y so auf der Autobahn rund 330 Kilometer bei Tempo 130 bis 140 und einigermaßen warmen Temperaturen. Ja, ist dieser WLTP-Unterschied jetzt in der Realität nicht vielleicht sogar vernachlässigbar? Das möchte ich heute rausfinden. Deswegen fahre ich heute mit einem Tesla Model 3 Standard Range Plus mit dem 60 Kilowattstunden LFP-Akku von 100% bis fast null runter auf der Autobahn bei Tempo 130. Und ich bin gespannt, wie groß die Reichweite jetzt ist. Wir haben es heute, ja, ziemlich useliges Wetter, wie man hier so schön sagt. Also es ist so um die 10, 12 Grad. Wir haben ziemlichen Wind. Und ab und zu gibt es Schauer. Also Bedingungen sind alles andere als ideal. Und trotzdem bin ich gespannt, wie weit ich hier mit dem Model 3 Standard Range Plus komme. Ihr dürft auch gespannt sein, wird ein toller Test, also bleibt dran. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. So, auf geht's. Trip ist auf Null. Wir haben 100% im Akku und wir fahren jetzt mal Richtung Norden, Richtung Cuxhaven. Von Bremen nach Cuxhaven sind es genau 100 Kilometer. Also hin und zurück wären es dann 200 und dann fahren wir noch eine andere Strecke Richtung Walsrode. Und das müssten dann so am Ende um die 300, 320 Kilometer werden. Und dann bin ich gespannt, ob wir das überhaupt schaffen mit diesem kleinen Akku. Denn 60 Kilowattstunden, das ist ja nur der Bruttowert. Netto sind es ja so um die 57, vielleicht 58, so genau weiß man es nicht. Es schwankt auch ein bisschen, je nachdem, wie kalt der Akku ist. Also es ist jetzt keine üppige Kapazität, wenn ich da zum Beispiel an die 107 Kilowattstunden vom EQS denke. Dann habe ich hier ja nur mal knapp die Hälfte drin im Akku, also brutto ist es genau die Hälfte. Und trotzdem müsste ich hier über 300 Kilometer kommen. Ich bin mega gespannt, ob ich das hier wirklich schaffe. Ja, und pünktlich mit dem Start der Testfahrt fängt es hier an zu nieseln. Also ist ja heute wirklich ganz, ganz schlechtes Wetter. Und die Außentemperaturanzeige hier steht auf 13 Grad und wir haben es jetzt Ende Mai. Angezeigte Reichweite hier übrigens gerade in der Energieanzeige 428 Kilometer. Das ist natürlich nach meinen letzten Fahrten der letzten 50 Kilometer. Da lag übrigens der Durchschnittsverbrauch hier vom Standard Range Plus bei 12,3 Kilowattstunden. Das war aber alles nur Stadtverkehr. Von daher ist das jetzt nicht ganz repräsentativ für die Autobahn. Aber 427 Kilometer Reichweite mit einer 60 Kilowattstunden Batterie, ja, das ist doch erstmal schon eine gute Ansage. Und diese Schätzung hier von dieser Energieanzeige, die hat ja nichts mit dieser Reichweitenanzeige hier oben zu tun im Display. Die ist ja im Prinzip immer fix. Die ist sogar hier sogar niedriger. Hier steht gerade 412. Diese Schätzung der Energieanzeige, die ist doch relativ genau, weil sie nämlich das Fahrprofil der letzten 50, 25 oder 10 Kilometer im Durchschnitt berücksichtigt. So, wir fahren jetzt auf die Autobahn und da bemühen wir uns dann immer so um die 130 zu fahren, da zumindest wo es erlaubt ist. Das ist von Bremen nach Cuxhaven fast eigentlich immer der Fall. Es gibt so zwei kurze Strecken, wo nur 120 ist, aber ansonsten kann man im Prinzip durchfahren. Und ja, jetzt ist Samstag, das heißt, viel Verkehr ist auch nicht zu erwarten. Das heißt, das wird eine doch relativ konstante Fahrt werden. Hier sieht man schon mal schön, dass wir hier genau auf die Autobahn gekommen sind, dass der Energieverbrauch hier, wo ich auf 120 beschleunigt habe, doch deutlich nach oben geht. Und das kann man hier in diesen Energiekurven beim Tesla immer super gut ablesen. Ja, wenn man sich die Windräder anguckt, haben wir hier so ein bisschen Gegenwind auf der Hinfahrt.
Das ist dann aber wieder egal, weil auf der Rückfahrt werden wir Rückenwind haben. Damit gleicht sich das dann wieder aus. Ja, dieses Model 3 Standard Range hat keine Aero-Felgen drauf, hat zwar die 18 Zoll Felgen, aber die Radkappen sind nicht drauf. Das heißt, wir haben auch ein paar Prozent weniger Effizienz hier, dadurch, dass diese Radkappen fehlen. Die machen ja noch so ein bisschen bessere Aerodynamik. Außerdem haben wir hier keine Sommerreifen, sondern es sind Ganzjahresreifen. Also die Bedingungen sind auch nicht ganz optimal. Aber ich kann mir vorstellen, dass sehr, sehr viele Leute so rumfahren. Diese Radkappen sind ja auch so ein bisschen Geschmackssache. Viele haben sie abgemacht, weil darunter diese Speichenfelgen irgendwie ein bisschen besser aussehen. Das kostet halt ein bisschen Effizienz, genauso wie diese Ganzjahresreifen. Man sagt so, ja, 5% wird der Verbrauch dadurch höher. Da bin ich gespannt, ob sich das am Ende hier bei der Reichweite jetzt wirklich deutlich bemerkbar macht. Was sich auf jeden Fall bemerkbar macht hier beim Fahren, ist der Gegenwind. Also das ist schon relativ ordentlich und ganz schön steife Brise hier von vorne. Aber wie gesagt, Rückfahrt ist das Gegenteil, da haben wir Rückenwind, müsste sich also eigentlich komplett ausgleichen. So, ab jetzt ist hier freigegeben, das heißt, wir können den Autopilot auf 130 stellen und dann lassen wir ihn mal machen. Bis Cuxhaven müsste eigentlich alles frei sein. Ja, so ein Standard Range Plus unterscheidet sich ja nicht nur in der kleineren Batterie vom Long Range, sondern auch dadurch, dass es halt nur einen Motor hat. Wir haben ja Hinterradantrieb, permanent erregter Synchromotor und dann eben den kleinen Akku. Und wir haben vor allem auch eine kleinere Performance, also eine schlechtere Performance. Wobei, wenn man das mal vergleicht, ich meine, dieses Standard Range, das geht in 6,1 Sekunden von 0 auf 100. Und das ist im Prinzip sogar noch 0,1 Sekunden schneller als der EQS, den ich letztens hatte. Der brauchte 6,2 Sekunden. Naja, vom Gewicht her ist das hier wahrscheinlich auch eher eine Tonne weniger als der EQS und hat natürlich auch Vorteile. Jetzt sind wir 35 Kilometer unterwegs und wir haben hier 19,8 Kilowattstunden Verbrauch im Moment. Das liegt im Prinzip auch auf dem EQS-Niveau. Ja, bin gespannt. Der Gegenwind macht jetzt natürlich einiges aus und wir haben es eben auch 10 Grad kälter als bei meinem letzten Test. Und natürlich ist die Außentemperatur auch ein Faktor und eben auch die Ganzjahresreifen natürlich. So, wir sind jetzt gleich in Bremerhaven. Normalerweise würde ich hier die Wende machen, aber wir fahren ja durch bis Cuxhaven. Meine Reichweitenschätzung steht momentan so rund bei 200 Kilometer Restreichweite. Und was sagt der Trip? Der Trip sagt, wir haben einen Durchschnittsverbrauch von 20,3 Kilowattstunden und 60 Kilometer jetzt gefahren. Ja, das Gute bei diesem LFP-Akku ist ja auch unter anderem, dass man ihn relativ oft bis auf 100% hochladen kann. Das macht ihm nicht so viel aus. Das kann ja gut ab, also ist es gar kein Problem, ihn zu Hause halt über Nacht zum Beispiel anzuschließen, morgens dann mit 100% weiterzufahren. Das ist ein ganz guter Vorteil, weil dann hat man natürlich immer die Maximalreichweite drin und nicht immer nur 80% oder so, wie es ja bei den NMC-Akkus zum Beispiel empfohlen wird. Aber LFP hat natürlich auch noch andere Vorteile, zum Beispiel ist eben kein Kobalt drin in dem Akku, also von der Nachhaltigkeit her deutliches Plus. Der Nachteil ist, dass der Akku halt, dass die Energiedichte nicht so gut ist wie bei NMC-Akkus und dadurch der Akku ein wenig größer und schwerer ist für dieselbe Leistung und dass er ein wenig temperaturempfindlicher ist. Das heißt, bei Kälte, ja, da lädt er nicht so schnell. Da muss er halt erst aufgeheizt werden und das macht ja das Model 3, wenn man zum Beispiel auf der Strecke unterwegs ist, in der Regel dadurch, dass man einen Supercharger im Navi angegeben hat, wo man eben laden muss und dann wird der Akku bis dahin vorkonditioniert. So,
wir sind gleich in Cuxhaven und hier hört die A27 dann auch irgendwann auf. Das heißt, da kann man dann wenden. Und wir haben jetzt genau 98 Kilometer verfahren. Gleich kommen wir dann auf die 100, bevor wir wenden, und dann geht es wieder 100 Kilometer zurück nach Bremen. Momentaner Zwischenstand 19,8 Kilowattstunden und wir haben noch 61% im Akku. Alles klar, jetzt geht's zurück. 100 Kilometer wieder Richtung Bremen. Jetzt haben wir leichten Rückenwind. Das heißt, eigentlich müsste sich der Verbrauch jetzt ein bisschen nach unten bewegen. Wir haben laut der Reichweitenschätzung hier noch 167 Kilometer drin im Akku und 58% und aktueller Verbrauch 18,5 Kilowattstunden. Ja, bin gespannt. Jetzt hat es leider wieder angefangen zu regnen. Es sind aber immer nur Schauer. Ja, mal gucken, wie sich jetzt die nächsten 100 Kilometer bewegt. Ja, das mit dem Wind ist deutlich zu spüren, auch an den Geräuschen. Das heißt, wir haben auf der Hinfahrt vorne an der Windschutzscheibe immer noch so Windgeräusche gehabt. Da war halt deutlicher Druck von vorne und jetzt kommt es eher von hinten. Und diese Windgeräusche von der Frontscheibe, die sind im Prinzip jetzt komplett weg. Leider sind halt diese Ganzjahresreifen doch relativ laut, gerade bei dem Tempo und auf diesen Betonpisten, die wir hier haben auf der A27. Das ist halt nicht ganz so angenehm, wenn man so ein Dröhnen von den Reifen hört. Ne? Also da ist halt die Reifenauswahl doch relativ entscheidend. Ja, das war ja vorauszusehen. Jetzt fahre ich da in ein ganz dunkles Regengebiet rein. Das sieht mir richtig übel aus da vorne. Eieieiei. Ja, wir haben jetzt noch 141 Kilometer Restreichweite und 46% im Akku. Wir sind gerade an Bremerhaven vorbei. Insgesamt 137 Kilometer jetzt gefahren. Durchschnittsverbrauch 19,3. Er ist also deutlich gesunken. Und auch die Energieanzeige sagt, dass wir aktuell die letzten 50 Kilometer 17,6 nur verbraucht haben. Da kann man mal sehen, was so ein Wind eigentlich ausmacht. Also Gegenwind oder Rückenwind, das ist bei so einem Elektroauto doch ein ziemlich entscheidender Faktor. Und ja, jetzt auf der Rücktour ist der Verbrauch halt deutlich niedriger. Ja, und falls ihr auf den Geschmack gekommen seid und auch mal Elektroauto fahren wollt, es aber nicht gleich kaufen wollt, ja, da habe ich folgenden Tipp für euch. Mit InstaDrive ist der Einstieg in die Elektromobilität für euch komplett unkompliziert und ohne Risiko. Einfach ein Auto aussuchen, konfigurieren und als Abo bestellen. Keine versteckten Kosten und am Ende der Laufzeit einfach zurückgeben. Im Monatspreis sind alle Kosten wie Wartung, Versicherung oder Reparaturen schon enthalten. Und die Förderung ist auch schon drin. Ja, jetzt haben wir noch 33% im Akku und ich habe eine Restreichweite von genau 100 Kilometer. Das heißt, 33 mal 3 sind quasi 99% und die Reichweite wäre dann mal 300 Kilometer. So ist es halt, wenn ich ein bisschen Rückenwind hätte, die ganze Zeit. Habe ich aber nicht gehabt, sondern das wechselt natürlich das Wetter. Und außerdem haben wir jetzt auch viel Regen auf der Straße und immer wieder große Schauer. Da ist die Reichweite natürlich auch nicht so doll, aber 300 Kilometer wäre ja potenziell auf jeden Fall drin. Wahrscheinlich werden wir heute die aber nicht ganz schaffen. Ja, übrigens, falls ihr mich jetzt fragt, ja Jens, wie ist denn jetzt das Fahrwerk hier von dem Standard Range Plus, gerade auch im Vergleich zu deinem Model Y? Ja, ganz eindeutig, hier im Standard Range Plus vom Model 3 ist es viel, viel angenehmer. Das Fahrwerk ist längst nicht so hart ausgelegt. Es ist immer noch straff, es ist nicht zu vergleichen mit dem ID3 oder so oder ID4. Es ist kein Komfortfahrwerk, es ist immer noch recht sportlich, aber längst nicht so ruckelig, längst nicht so hart und so brachial, wie es zum Beispiel im Model Y noch ist. Ich habe ja hier auch die kleineren Felgen und mit 20 Zöllern im Model Y ist es natürlich auch nochmal eine Spur schlimmer, in Anführungsstrichen. Also hier im Model 3 Standard Range Plus finde ich es total angenehm. Ich habe auch das Gefühl, es ist hier noch ein bisschen angenehmer als zum Beispiel im Long Range. Da fehlt mir jetzt so ein bisschen der direkte Vergleich, aber ich bin die ja beide jetzt auch schon gefahren. Und zumindest dieses Modell hier, 2022er Version vom Standard Range Plus, das fährt sich vom Fahrwerk her, finde ich, absolut angenehm. Ich habe da keinerlei Kritikpunkte dran.
So, wir sind jetzt 200 Kilometer gefahren und haben 18,8 Kilowattstunden im Durchschnitt. Was sagt die Energie? Wir haben noch 81 Kilometer Restreichweite. Das würde ja ungefähr 280 Kilometer Gesamtreichweite entsprechen. Allerdings haben wir jetzt die letzten 50 Kilometer nur 16,4 Kilowattstunden verbraucht, weil wir dann auch kurz vor Bremen in die 120er-Zone mussten. Und bei dem Regen jetzt, den wir hier haben, habt ihr ja gesehen, fahren die teilweise noch langsamer vor mir. Das heißt, ich kann nicht mal 120 fahren. Dann sinkt natürlich der Verbrauch und die Reichweite steigt. Ich fahre jetzt noch ein bisschen. Mal gucken, wie weit ich ihn runterfahre. Ich fahre dann auf jeden Fall nachher wieder an Schnelllader und nehme noch mal eine Ladekurve auf, lade den Wagen wieder voll. Dann gucken wir mal, wie er sich schlägt, weil das Model 3 soll ja, also Standard Range, soll ja bis zu 170 kW Ladeleistung haben. Mal sehen, ob ich die dann erreiche. So, wir sind jetzt 240 Kilometer unterwegs und haben noch 32 Kilometer Rest. Wir sind bei 10%. Ein paar Kilometer noch, dann kommt hier meine Raststätte Goldbach Süd. Da werde ich dann rausfahren und mich an den Schnelllader anschließen. Ja, wir sind also jetzt am Laden. Wir haben 30 Kilometer Restreichweite gehabt und der Trip hat gesagt, wir sind 244 Kilometer unterwegs gewesen. Das heißt, ja, summa summarum hätten wir 274 Kilometer geschafft bei diesem Wetter und der Durchschnittsverbrauch lag insgesamt bei 18,3 Kilowattstunden. Das ist halt für so ein Wetter und mit Ganzjahresreifen finde ich völlig okay. Und man kann sich ausrechnen, dass diese Ganzjahresreifen plus die Aero-Felgen mit Sicherheit nochmal 10% bessere Effizienz ergeben hätten, sodass wir mit besseren Reifen und diesen Radkappen, sage ich mal, hätten wir die 300 Kilometer geknackt. Das war heute leider auch bei diesem Wetter und diesen Temperaturen, wir hatten so 10, 15 Grad und eben dieser ständige Regen und Gegenwind bzw. Rückenwind auf der Strecke, war das einfach nicht möglich. Aber trotzdem 274 Kilometer Reichweite finde ich für so einen Standard Range Plus richtig in Ordnung. Und wenn ich das jetzt mal vergleiche mit meinem Model Y, dann ist es gar nicht so viel weniger. Also vielleicht so um die 10% weniger, wie ich hier mit dem Standard Range Plus komme. Das ist zu verschmerzen und wenn man bedenkt, dass der Preis halt auch deutlich niedriger ist, ja, dann ist es natürlich eine Überlegung wert. Wer nicht das große Model Y braucht, der kann sich natürlich hier mit so einem Model 3 sehr, sehr glücklich schätzen. Was nicht ganz so schön war, war die Ladeleistung. Wir sind ja mit 9% jetzt hier angefangen und wir haben ganz kurz die 116 kW gesehen. Sind jetzt schon wieder deutlich unter 100, also ich glaube, wir sind jetzt hier bei 80 kW und wir haben gerade mal 21% drin. Jetzt sinkt es halt immer weiter ab. Und ich habe natürlich diesen Schnelllader nicht ins Navi eingegeben. Das heißt, der Akku wurde nicht vorkonditioniert, sondern ich bin irgendwie davon ausgegangen, nach 250 Kilometer Autobahngeschwindigkeit 130 müsste er eigentlich so warm sein, dass er eine optimale Temperatur hat. Ja, ist es vielleicht eben nicht und deswegen ist die Ladeleistung natürlich im Moment nicht so hoch wie versprochen. Wobei das Standard Range Plus die 170 kW eigentlich sowieso nur erreicht, wenn er so gut wie leer, also fast auf Null ist. Und dann hält er es ein paar Prozent und fällt dann sowieso ab.
Ja, das ist auch einer der Nachteile von dem LFP-Akku, dass die Ladeleistung nicht ganz so hoch ist und dass man etwas langsamer lädt. Dafür ist der Akku natürlich kleiner und man ist dann auch nach 35 Minuten wieder locker bei 80% und kann dann wieder weiterfahren. Ja, nichtsdestotrotz, ich fand den Test total interessant. Ich bin noch nie in Standard Range Plus gefahren auf der Langstrecke jetzt. Und die Reichweite mal auszutesten, fand ich für mich sehr spannend. Wenn euch auch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Ihr wisst ja, YouTube-Abos immer kostenlos, aber niemals umsonst. Dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video. Würde mich riesig freuen, euch wieder begrüßen zu dürfen. Macht's gut, bis dahin. Ciao. Move Electric wird euch präsentiert von Fair Finanzpartner OHG Stefan Harmsen, eurem Versicherungspartner für E-Mobilität.